Na gut, zack, zack, zack. Zack, zack. So, wenn die durch sind, haben wir schon mal wieder viel gemacht. Jetzt wird's halt richtig kritisch mit Rebellen. Die können uns jetzt richtig böse den Tag versauen. Jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen. Also, wir haben hier 4-1. Fünf null eins, 5-4-1, zack, zack, zack. Gott. Ja, jetzt wird's nämlich richtig kritisch. Jetzt wird's richtig kritisch. Egal, ich bin überzeugt davon, dass wir das überstehen. Was haben wir denn im Moment nur für eine Koalition gegen uns? Ziel und der Koalition von Armagnac, Bretagne, Schweiz und Portugal. Machbar. Oh! Was ist das denn für ein Scheiß-Event gerade, bitte? Das ist ja mal der größte Rotz. Mal ganz im Ernst. Da können wir, ich meine, wir können doch froh sein, dass da gewisse Wahrscheinlichkeiten, aber Alter! Ich glaube, zum Thema Übertreibungen habe ich mich schon mal geäußert. Gut, wir haben es jetzt auch gerade tierisch übertrieben. Ich will mich jetzt um Gottes Willen hier nicht irgendwie schönreden oder sowas. Oder was auch immer. Also wir haben uns das schon selbst zu verantworten, aber. Nun ja, gut. Ah, danke schön. Na gut, wir sind den Rebellionen ganz klar überlegen. Wichtig ist, dass die Kernbauten schnell fertig werden. Naja, ich glaube, wir sind nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen. Ja, es geht halbwegs. Die Rebellen haben Vorrang, vor den Portugiesen habe ich ohnehin keine Angst. Was ist stärker? Hier, muss ja.
Naja, solange die Kampfverhältnisse so bleiben, soll mir das ja alles noch halbwegs recht sein. Hat mir erstmal die Moral wieder aufgefüllt. Einen militärischen Berater bitte. Jawohl, Moral der Armee. Das ist aber vielleicht auch nicht schlecht. Nehmen wir mal den hier. Und bessere Beziehungen. Ich weiß zwar jetzt nicht, was das genau bringt, aber... Ach, Moment! Das betrifft immer nur eine Provinz. Okay, ich hab's verstanden. Ich hatte mich immer verlesen. Ich dachte, so viel Prozent, dass so viel revoltieren in Algarve. So viel Prozent, dass so viele revoltieren in Andalusien. Ich dachte, das wäre ein... Ah, okay. Ja, manchmal schalte ich ein bisschen langsam, zugegebenermaßen. So, jetzt brauche ich aber auf jeden Fall Söldner. So. Das war ein Fehler. Was machen wir mit zwei Söldnertrupps, die wir da einfach hinstellen? Sieht gut aus. Weiter, 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 weiter. Wunderbar. Na komm, verliert noch was zum Monatswechsel. Wie wär's? Hey! Können wir nicht einfach in die Provinz hinausmarschieren? Geht das noch gut? Das sind zum Glück nur Bauern. Das heißt, das sollten wir schaffen. Sieht gut aus. Knapp, aber gut. Scheiße. Wohin fliehen die eigentlich? Nach ganz runter, na super. Gott, nächste Kernprovinz erschaffen, na geht noch nicht. Ja, weil ich immer noch in einem Krieg bin. Ja, Prestige bitte. Ah, ich wollte schon sagen, ja, ist immer etwas verwirrend. Ich würde gerne mal irgendwie aus diesem Krieg aussteigen. Wenn es denn möglich wäre. Ah ja. Was? Nee, halt.
Um Gottes Willen. Gut, die Truppen haben sich ganz gut erholt. Also Angriff. Ja, das sind vor allen Dingen halt die Söldner. Diesmal scheinen wir das Ruder in der Hand zu haben. Ja. Alter, das gibt's doch wohl nicht. Alicante, okay. Eine neue Kolonie, immerhin. Yay. Nur 12 administrative Macht. Egal, das haben wir im Moment leider nicht. Muss woanders investiert werden. Ach, Kap Verde, so ein Dreck. Egal. Kap Verde an sich ist günstig. So, auf geht's, Leute. Diesmal müssen wir es schaffen. General ist mit dabei. Den Monatswechsel warten wir noch ab. Martin, ja, ist mir etwas jetzt. Okay, zeigt, was ihr könnt. Ja. Ja. Hervorragend. Gut. Dann auf nach Alicante. So, ich möchte mal die Flottendings runtersetzen. Durch die Söldner sind unsere Verluste im Moment sehr hoch. Außerdem haben wir hier noch die Berater. Wir haben ein paar Zinsen. Egal, wir haben Erfolg und das ist erstmal die Hauptsache. So. Ja, es ist etwas bedauerlich, dass wir jetzt so viel Geld für die Söldner ausgeben mussten, aber hey, dafür haben wir den Erfolg, dafür haben wir die Kriege gewonnen. Insgesamt gibt es da keinen Grund, sich zu beklagen. Die hier. Ja, ist okay. Nehmen wir halt das Darlehen noch mit. Alter, was macht denn die Bretagne da? Meister Friede, dankeschön. Raus aus dem Krieg. Reduziert nämlich auch mal direkt hier die Kriegsmüdigkeit und vor allen Dingen das Revoltenrisiko dürfte dadurch auch ein bisschen sinken, zumindest sollte, hoffentlich. Möglicherweise.
So, am 7. Mai. Oh Gott, da kommt eine dritte noch jetzt auch noch. Ach du Scheiße. Das ist halt jetzt ein gewaltiges Risiko, weil wenn wir die Schlacht verlieren... Glück gehabt. So, und jetzt alles oder nix. Gut. Das heißt, weitere Kernprovinzen stehen an. Einmal und zweimal. Wie hoch sind eigentlich unsere Prozente im Moment noch? 141. Ich denke, ich kann das Risiko eingehen. Ich denke, ich kann das Risiko eingehen, dass wir die Söldnerarmee gleich wieder auflösen. Also ganz ohne Risiko ist es andererseits auch wieder nicht. Ich meine, es sind immerhin 15.000 Mann. Vielleicht gibt es erstmal das nächste Darlehen. Na, ich bin ja froh, dass wir zumindest technologisch wieder in der Nähe sind. Dass wir die Rebellen tatsächlich auch schlagen können. Ah, wunderbar. Dass die Bretagne raus ist, das ist schon mal Gold wert. Alleine das. Schicke ich dir auch direkt mal zum Beziehungen verbessern. Na, die halten aber ganz schön was aus jetzt. Alter Schwede. Hä, Kades? Warum bin ich dann da runtergekommen? Ach so, weil das Kades ist. Oder? Pop-up drüber. Okay, dann ab nach Toulouse. Die Guardia Real bleibt übrigens in jedem Fall unterwegs. Den Fehler habe ich ein paar Mal zu oft gemacht, dass ich die hingestellt habe, damit sie sich in Ruhe erholen kann. Und dann hat sie genau in der Provinz eine Rebellion gekriegt. Nee, danke, das brauche ich jetzt nicht. Ich werde das so machen, dass jetzt die Söldnerarmee zuerst reinläuft und dann die anderen hinterher.
Weil sonst kriegen die anderen einfach... Oh! Sonst kriegen die anderen einfach zu hohe Verluste. Und, ja, das will ich nicht. Ich will, dass die Söldner möglichst belastet werden, damit der Reservepool in Ruhe bleibt. Naja, auch wenn jetzt doch ein anderer Trupp ganz schön leidet. Ach, das ist im Moment so ein Verhältnis. Nun ja. Kann er nicht mal da bleiben? 5 Minuten nur. Voller Sack. So. Gut. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir belassen es für heute erstmal wieder dabei. Viele Erfolge. Dafür haben wir jetzt halt ein bisschen Arbeit vor uns, aber das macht ja nichts. Vor allen Dingen sind wir bald schon wieder raus aus der großen Überdehnung. Insofern lassen wir es einfach mal locker angehen. Unser Heer ist groß genug. Wir können die Rebellen abwehren. Und auch eine mögliche Koalition gegen uns ist im Moment keine ernstzunehmende Bedrohung, da die Bretagne als größter Gegner raus ist. Mit denen verbessern wir jetzt die Beziehungen, um dann schnellstmöglich wieder ein Bündnis mit denen eingehen zu können. Dann stelle ich gerade fest, Großbritannien hat sich inzwischen gegründet. Herzlichen Glückwunsch. Ah ne, Quatsch! Schwachsinn, das war ja schon länger. Das war ein anderes Spiel, wo es das noch nicht war. Das war ja hier im Rahmen von Schottland. So, die Osmanen, die haben sich hier hinausgebreitet und der Deutsche Orden existiert wieder. Okay, und breitet sich auch direkt mal aus. Also ganz schön was los hier auch im Moment in Osteuropa. Moskau hat ordentlich Gebiete verloren, weicht immer mehr zurück, wird jetzt auch wieder besetzt von Rebellen. Da hatte ich eigentlich relativ bald mit der Gründung Russlands gerechnet, das scheint aber noch ein bisschen zu dauern. Schweden hat expandiert. Jo, also alles in allem, wow. Das Einzige, was ich eventuell mal noch machen könnte, wäre einmal das hier. Und dann noch das hier, einfach, dass der Kolonist unterwegs ist. Jo! Dann haben wir hier die Azteken, alles klar. In Nordamerika schon jemand unterwegs. Ja, die Bretagne kolonialisiert in Nordamerika, alles klar. Na gut. Ja, für die nächste Folge steht dann an, das haben wir bis jetzt noch nicht hingekriegt, die restlichen 15 kleinen Karacken zu modernisieren. Außerdem unsere Handelsflotte muss wieder aufgebaut werden. Da haben wir im Moment nur 7 Schiffe. Die schicke ich im Übrigen dafür mal nach Sevilla. Einfach um da unseren Handel weiter zu stärken. Außerdem ja auch unsere Transportflotte muss modernisiert werden. Wir haben da jetzt Flights bekommen in einer der letzten Stufen. Jo. Wir haben Stand 14. Lass mich das mal kurz noch vergleichen. Ländertechnologien. Ach du Scheiße. Ja, also wir müssen jetzt richtig, richtig Gas geben. Wir müssen... Das heißt, selbst wenn die nächste Ideengruppe kommt, wir können keine militärische nehmen, wir müssen aufholen. Also hier haben wir die größte Arbeit im Moment vor uns, da müssen wir dann mal gucken, wie wir das beschleunigen können. Jetzt verabschiede ich mich jedenfalls erst einmal für heute. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann, in der nächsten Aufnahme geht es dann weiter, wie eben gesagt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.